dem Kollegen Michael Theurer, FDP-Fraktion, das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Heute Morgen hat dieses Haus das Klimapaket verabschiedet. An der Wasserstoffstrategie allerdings wird von Seiten der Bundesregierung, das zuständige Ministerium ist aber, glaube ich, hier gar nicht anwesend, derzeit gearbeitet. Das ist die falsche Reihenfolge, meine Damen und Herren. Wasserstoff ist ein vielseitiger Alleskönner. Wasserstoff muss zentraler Bestandteil der Klimastrategie sein. Und ich habe bereits im Juli erklärt, Deutschland muss das Wasserstoffland Nummer eins werden, meine Damen und Herren. Und wenn Bundeswirtschaftsminister Altmaier jetzt genau wörtlich diese Forderung übernommen hat, dann freut mich das außerordentlich. In der ersten Hälfte der GroKo ist viel angekündigt worden. Es wäre schön, wenn im Zusammenhang mit dem Wasserstoff in der zweiten Hälfte der GroKo dann auch geliefert wird. Und andere Redner werden hier bestimmt artikulieren, es wird schon alles gemacht. Aus unserer Sicht wird nicht genug gemacht. Wir brauchen mehr Tempo für diese Technologie. Und meine Damen und Herren, ich erlaube mir an dieser Stelle zu sagen, Karlsruhe ist eine schöne Stadt. Und ich habe mir in meinem Wahlkreis Karlsruhe am KIT angeschaut, wie die Technologie erforscht und entwickelt wird, mit dem wir die Klimaprobleme tatsächlich in den Griff bekommen können. Denn ein Elektrolyseur ist heute nicht groß, es ist ein kleiner Container, den kann man neben jeden Windpark stellen, den kann man aber auch großindustriell unter Nutzung von Photovoltaik einsetzen. Und wir sollten mit als Deutschland dafür sorgen, dass eben Wasserstoffproduktionskapazitäten mit den Techniken auch Sun-to-Liquid direkt aus der Sonne zum klimaneutralen Treibstoff, dass der möglich wird in den südlichen europäischen Ländern. Wir würden damit einen Beitrag leisten zur Stabilisierung der Eurozone. Und deshalb schlage ich hier für meine Fraktion, die Freien Demokraten, eine europäische Wasserstoffunion vor, so wie wir nach dem Zweiten Weltkrieg mit Euratom, mit der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl europäisch zusammengearbeitet haben. Mit den alten Technologien der Energieerzeugung sollten wir jetzt mit Wasserstoff vorangehen. Meine Damen und Herren, eine europäische Wasserstoffunion wäre jetzt das Gebot der Stunde. Überhaupt muss der Ordnungsrahmen verändert werden. Ein europäischer Emissionshandel, auch für Verkehr, Wärme, würde den Ordnungsrahmen setzen, dass der Markt dann auch funktioniert. Die Bundesregierung muss endlich dafür sorgen, dass bei den Flottengrenzwerten auch klimaneutrales Benzin und klimaneutraler Diesel akzeptiert und angerechnet werden kann. Dann könnten Millionen von Altfahrzeugen auch in Zukunft klimaneutral gemacht werden. Dann könnten wir diese Verbrennungstechnologie auch in Zukunft nutzen. Und damit wäre in der Wertschöpfungstiefe eine ganze Reihe, Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen Arbeitsplätze in der Automobilindustrie und bei den Zulieferern gesichert. Angesichts des Abschwungs ist das das richtige Signal, meine Damen und Herren. Und dann natürlich die Brennstoffzelle. Ich erinnere mich an Anton Hofreiter und die Diskussionen in den Jamaika-Sondierungen oder auch beim E-Mobility-Forum. Da hat er argumentiert, es gibt nur die batteriebetriebene Elektromobilität. Nein, wir brauchen Technologieoffenheit. Wir brauchen auch die Brennstoffzelle. Und das Märchen, das heute Morgen hier auch noch mal wiederholt worden würde, dass die Chinesen uns dazu zwingen, die batteriebetriebene Elektromobilität einzuführen, ist doch falsch, ist doch widerlegt. Die Chinesen haben die Batterieförderung ab 2021 beendet und setzen voll auf die Brennstoffzelle. Meine Damen und Herren, die Brennstoffzelle wurde in Deutschland entwickelt, aber wir laufen Gefahr, diese Technologie zu verlieren. Und deshalb muss mehr Tempo gemacht werden bei Wasserstoff, bei Brennstoffzelle, denn die Technologien sind ja da. Und dann muss man, und heute ist ja Freitag, sagen, Freiheit for Future, Future by Technology, dann brauchen wir auch nicht Fahrverbote, dann brauchen wir keine Einschränkung der individuellen Mobilität, sondern dann kann die Freiheit mit Klimaschutz verbunden werden und es lohnt sich, dafür zu kämpfen. Vielen Dank.